Scheiße. Moin, moin. Nein, nein, oder irgendwer versperrt mir den Weg. Geh da mal weg da. Ja, willkommen zu Conan Exiles zurück. Mit mir irgendwo spielt auch die Mathilde. Wuhu. Wuhu. Machst du das immer so? Nein. Nein? Ich hab endlich mal hier zwei neue Freunde. Die wollte ich noch mal kurz aufstellen. Die verfallen? Wer verfällt? Die Untoten, die ich gebaut habe. Ja, das hast du doch schon mal festgestellt. Nein, Schatzi. Ich habe die besseren genommen. Ich bin der Meinung, ich habe die besseren gebaut. Oh, ist ja doof, wenn die auch sterben. Aber dass die verfallen, hast du schon mal festgestellt. Ja, das waren die einfachen. Die sind ja quasi weggestorben, bevor ich sie aufstellen konnte. Das ist ja lame. Ich mag Untote. Aber die sind scheiße. Ich guck immer kurz rein. Du hast die instabile Belebung. Die hatte ich als erste genommen, weil die billig ist. Und dann habe ich ja die mit Machtfragmenten genommen. Hm. Und die krepieren auch? Das wäre blöd. Machen Untote keinen Spaß. Großschlepperella. Genau. Ich glaube, ich nehme wieder mein Pferd. Du nimmst das Pferd mit in zu den Schlüpferkönigen? Ja, ich schmeiß es, ich park's davor oder so. Muss er ja nicht reinkommen. Ich möchte Schlepperelle mitnehmen. Ja, aber wir wollten dann auch unsere Nachtsichtbrille vielleicht holen. Ja, aber wir wollen vor allem auch schwarzes Eis abbauen. Und ich frage mich, oh, hier ist ja noch ganz viel drin. Was denn, schwarzes Eis? Nö, anderes Zeug. Ja, dann gehen wir halt zu Fuß. Dann machen wir sie halt zu Fuß platt. Alles gut. Tüdelü. Nee, ich wollte nur sagen, also ich nehme Schlepperella mit, damit wir genügend Platz haben, dass hier auch jemand was tragen kann. Oder sehe ich das falsch? Ist sie leer? Ich habe sie gerade ausgeleert. Die kriegt gleich nur noch eine andere Uniform an. Okay. Aber du kannst schon mal gucken, ob unser... unsere Goldnase noch was zu futtern braucht. Ah, Goldnase, Goldnase. Hallo, Goldnase. Nö, ist noch genug Stein drin. Das ist gut. Und wir haben noch zwei Steinnasen bekommen. Normale Steinnasen? Ja. Hallo. Müssen wir wieder kaufen gehen? Nee, wir haben noch. Wo sind die? Soll ich die reinpacken? Die sind, kannst du machen, die sind in einer der Kühltruhen. Und die heißen Steinnaseneier. Kieselnase. Achso, Steinnaseneier, ja, die musst du in, auf den Kompost legen. Dann müssen wir in einer Stunde zurück sein. Ungefähr, ja. Nee, komm, das ist mir zu knapp. Oh. Welcher User hat sich letztes Mal beschwert, dass dann werden beide nackt sein müssen? Shani war das. Shani. Diesmal nur für dich. Oh, warte mal, noch besser. Damit die Damen auch was zu gucken haben. Die Herren meinst du? Herren und Damen. Ach so. Du, ich habe nicht gesehen, dass du dich nackt dahinter gestellt hast. Entschuldigung. Kann ich auch tanzen? Ach komm, ich tanz mal mit. Warte, ich komm mal kurz hoch. Was machst du da? Ich schau dich an. Du. Hey, guck mir nicht beim Tanzen zu. Oh. Also, der hat aber wirklich ganz schön dicke Titten. Alter. Das muss ganz schön schmerzhaft sein, so zu tanzen. Also, ich meine das jetzt ernst. Das sind voll die mächtigen Gambas. So, ach, falsch. So. Aber jetzt weitermachen. Hey Udre, du bist ja nackt. Hast du deine Bebbanborg verloren?
Der Schlepperella hat die Klamotten bekommen. Der hat ja Haare auf dem Rücken. Echt? Ich finde sein Schwert aber toll. Also nicht das zwischen den Beinen, sondern das da. Was er hat. Das ist schön. Ach ja, du wolltest ja eigentlich auch noch an einem besseren Sattel arbeiten. Fällt mir viel cooler als das. Wollte ich? Ach ja, da war ja was. Besserer Sattel. Upsi schwupsi. Hat ich dir nicht einen Auftrag gegeben? Ach nee, das gehärtete Leder fehlt. Genau. Na gut. Ach ja, genau. Und deswegen hatte ich ja hier Dings aufgegeben. Alchemistische Grundsubstanz. Ach, das war ja, ist ja immer so ein Rattenschwanz, der da dran. Ja, das ist wäre zu schön, wenn es so einfach wäre. Also 57 gehärtete Leder sind, 58 sind hier noch beim Rüstungsmacher drin. Jetzt fehlt nämlich Öl. Nehme ich die schon mal und pack sie mal rüber und mach schon mal einen Sattel. Hier. Wir wollten ja erst mal gucken, wie der aussieht. Vielleicht sieht der scheiße aus. Genau. Hallo, herstellen. Warum nicht? War ich was verpeilt? Ich brauche Zwirn, ich habe Zwirn. Ich habe gehärtetes Leder, ich habe gehärtetes Leder. Ich habe Stahlverstärkung, ich habe Stahlverstärkung. Herstellen. Geht doch. So. Tschüss, Otis. Ich pack noch schnell das Gold in die Schmiede, damit wir schön Goldbarren kriegen. So, okay. Jetzt können wir, glaube ich, langsam wirklich mal los. Ja, ich folge dir. Okay. Ja. Ach, doch, du hast eine Treppe gebaut. Sehr gut. Hab ich? Oh, hab ich. Gut. Hast du gut gemacht, Heinrich. Ja. Hast du an die Schlüssel gedacht? Nee, du. Siehst du? Ich wusste, du nimmst die mit. Darum habe ich nicht dran gedacht. Ich fühle mich ohne Pferd so nackig. Ach, geh doch mal weg, Schlepperella da. Bralle, du kannst fast überall bauen. Platziere ein Fundament. Okay. Weiter geht's. Hohlköpfe! Ach, ich liebe Hohlköpfe. Hohlkopf-Power! Gerne Armee von Untoten. Das durchrennen oder niedermachen? Ach, durchrennen, komm. Okay, dann lass mich vorrennen. Ich hab den Schlüssel. Mach schnell die Tür auf. Los, Tor, geh runter. Oh, die kommen ja trotzdem. Aua. Schlepperella, beweg deinen Arsch hierher. Ich hab dir gesagt, du sollst herkommen, Schlepperella. Jetzt kommen die nicht durch die Tür durch. Doch, Schlepperella ist hinter dir. Sehr gut. Aber nein, nein, ist nicht da. Doch, nein, nein, auch. Gut. Muss man immer erst meckern? Nein, nein. Denk dran, hier gibt's Fallen. Ja, ich weiß. Oh, hier liegt noch eine Leiche von uns. Das kann sein. Hast du ein Häutemesser oder sowas? Nee, ne? Warte, ich muss gleich mal. Doch, ich habe ein Häutemesser dabei. Warum? Was soll ich häuten? Ich dachte so Totenköpfe, Köpfe sammeln. Ist da nicht eine normale Spitzhacke besser? Ja, da baue ich aber gerade nur Knochen ab.
Achtung, hier sind Fallen. Okay, geh mal vor. Ich erwische meistens immer die Minen. Achtung, rechts und links und sind wir. Ja. Hey! Wir bringen ja nur Knochen. Oh, Hexenfeuer, das könnte man auch gebrauchen, oder? Oh ja, Hexenfeuer, ja, unbedingt. Dann müssen wir die blauen auseinandernehmen. Okay. Aber ich krieg keine Köpfe. Oh, da war ein Abbeutemesser. Ja, kannst du dir schnappen. Hab ich schon. Ich teste mal nächstes Mal den Abbeute. Ach, ich habe so viel verdorbenes Fleisch jetzt durch diese Hörnies. Hey. Ups. Kaputt. Müssen wir da lang? Nee. Hm. Hier war auch so eine Felsspalte. Ach ja. Da war eine Felsspalte. Stimmt, da hinten war die. Hast recht. Gut, dass ich Schlepperella schon ordentlich trainiert habe. Die ist immerhin schon Stufe 10. Ja, ein Totenkopf! Hurra! Also eine untote Armee wäre richtig geil. So Armee der Finsternis-Style. Denkt daran, ducken. Genau. Ups, falsche Taste. Ach ja, diese Arena da. Ja, die kannst du gleich abschminken. Da gehe ich nicht rein. Die kann sich mächtig ins Knie ficken. Es waren 3 Sterne und 3 Totenköpfe, meine ich, und wir haben sie. Die hätten damals richtig auf die Fresse gekriegt, glaube ich, ne? Aber richtig brutal. Das war richtig, richtig übel. Ja. Ich weiß bloß nicht mehr, wie gut wir damals, also was für ein Level wir hatten. Level 20, 30 oder schon 50. Das weiß ich auch nicht mehr. Das war auf jeden Fall noch, meine ich, bevor die Begleiter auch hochleveln konnten. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir eine Chance hätten. Aua! Oh, Untote! Ich brauch Köpfe! Dämonenblut! Nein, Köpfe! Dämonenblut und Köpfe! Ich will euch haben! Ich will euch rekrutieren! Oh, ich sollte mal die Tür zu machen. Dämonenblut! Nicht, dass unsere Kleine wieder wach wird. Ja, das wäre nicht so cool. Weil wir so intensiv im Spiel drinne sind. Hast du Köpfe gekriegt? Nein. Du rennst einfach am schwarzen Eis vorbei. Ach, bin ich? Echt? Ja, echt. Naja. Du hast es ja gesehen, alles gut. Ah, Gold und Silber. Mein Schatz.
Ach, hier warst du, glaube ich, gerade schon, ne? Mhm. Rechts wahrscheinlich auch, ne? Ja. Gut, Knut. Ey! Die ist einfach an mir vorbeigerannt, die Spinne. Ja, die wollte zu mir, die wollte Party. Party on! Oh, ein Wildschwein wäre auch cool. So als Freund. Ich bin es anscheinend noch nicht mal wert, dass man angegriffen wird. Oh. Kannst ja die Mammuts haben. Wir können uns auch irgendwie mal an diesen Drachen, der da ist, noch mal ranwagen. Oh, Spinn von hinten. Untote Nashörner wären auch cool. Alles untot wäre geil. Ein untoter Drache. Oh, die kämpfen da gerade. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir es riskieren? Ja, können wir gleich machen. Aber lass die erst da mal fertig machen. Nee, wer weiß, wie lange das dauert. Könnte ja Jahre dauern. Warte mal, ich pack erstmal meinen ganzen Scheiß in Schlepperella rein. Dafür ist er da. Spinne! Spinne! Nimm das, Spider-Man! Ich mag dich nicht! Okay. Oh, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich wollte mir nur schon mal den Bogen mit Heilpfeilen zurechtlegen. Konzentrieren wir uns auf den Drachen, ja? Okay. Oh, der ist tot. Wie praktisch. Nein, nein, du kannst auch gerne kämpfen, wenn du möchtest. Schlepperella, sieh zu. Kämpfen die nur bei mir nicht oder auch bei dir? Also Schlepperella? Ja, jetzt. Nein, nein, überleg noch. Schlepperella ist jetzt gerade zurückgekommen. Die haben wohl Angst. Ach du, ich finde, die anderen beiden Dämonenviecher machen das schon ganz gut. Ja. Das sind ja nicht unsere Leute hier für sich in Gefahr begeben, oder? Oh, die anderen haben auch einen Totenkopf. Ja, ja. So, jetzt müssen wir die anderen schlachten. Ja. Diese Dämonenschieferrücken. Ich habe gerade festgehangen in dem Schiffer. Sag mal, nein, nein, was machst du? Entschuldigung! Ich will dir nicht zeigen, aber dein dämlicher Begleiter, der steht da hinten und schaut uns zu.
nein, Totenköpfe. Oh, exotisches Fleisch haben die gegeben. Aber keine Totenköpfe. Naja. Hm, sonst ist hier leider nicht wirklich etwas. Schade. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal drin, tatsächlich in dem Ding. Also ich meine, wir haben schon mal den Drachen getötet. War so ein Dämonendrachenkopf oder so wäre ja auch nett gewesen. Ja, aber du kannst nicht wiederbeleben. Ich glaube, ja, aber man hätte ihn sich schön aufhängen können oder so. Ja, das allemal. Mann, habe ich Durst. Dann trink was. Ja. Ich habe vorhin schon getrunken, aber der hat schon wieder Durst, der Junge hier. Hallo, ist da Eis? Hallo, hallo? Hier ist nichts? Okay. Hier ist Mammut. Töten Mammut. Töten Mammut. Ach, sind da zwei? Und da kommt der raus. Was bist du denn? Ey, das ist unfair, Mammut. Hör auf. Er zertrampelt mich. Ich muss weg. Aua weh. Aua weh. Aua, aua weh. Oh, erstes Mammut tot. Ich sehe nichts. Ich muss nach Hause. Ich bin ein Mammut. Mammut folgt mir. Alter, hörst du mal auf, wegzurennen. Manni, wo willst du hin? Ja, wohl zu mir. Sie hätten mich fast bekommen. Aber nur fast. Hier war's Schönes drin. Also zumindest. Oh, hier sind Kisten. Kletterstiefel. Und Gold und Silber. Und noch mehr Gold. Hey, mein Gold. Ich auch Gold. Das sind nur scheiß Pfeile. Hast du schon alles gekapert hier? Oh. Oh. Ach, ein Gold. Oh, ein Schieferrücken, Schlüpfling, Panzer. Schlüpperella, warte mal, ich hab was für dich. Halt mal kurz. Ist ja recht voll, die Dame. Hm. Im Zweifelsfall kannst du aber noch normales Eis abwerfen. Ja, oder Knochen. Ja, Knochen auch. Knochen ging auch. Ich nehme erstmal immer alles mit und haue erst später alles weg. Ja, und du rennst schon wieder an schwarzem Eis vorbei. Oh, das sieht alles gleich aus. Ich habe nur Augen für Gegner. Ja, gut, dass ich Schlepperella mitgenommen habe, ne? Hätte ich hier nur Dingsbums mitgenommen? Das Pferdchen? Nee, nicht Pferdchen, sondern. Außer mal das Utrit. Utrit, hätten wir bei weitem nicht so viel abbauen können. Und für Pferde ist das hier definitiv nicht der richtige Ort. Ach ja, da ist ein Eisriese. Da haben wir auch noch nie was mitgemacht, ne? Nee. Aber möchte man das machen? Auf jeden Fall müssen wir es ja mal machen, ach, oder? Ach, ich meine das nämlich mal. Geht das kaputt? Nee, also Yeti kannst du ja nicht kaputt schlagen.
Vielleicht braucht man eine magische Dönerfackel oder so. Wir haben auf jeden Fall ganz gut schwarzes Eis schon gesammelt. Wo ging's da weiter? Zum Schlüpferking? Haben wir noch nie geguckt. Haben wir uns nicht reingetraut. Und jetzt, wo ich sehe, weiß ich auch wieder warum. Wollen wir es wagen? Sieht eine Endgegner aus. Ah, ich weiß nicht. Komm, warte. Warte, da muss. Ah, ja, ich muss auch noch. Dann würde ich jetzt noch so Essenssachen bei mir reinpacken hier. In die Leiste. Und da war ja gerade ein Typ, ne? Da nehme ich Giftpfeile. Oh, das ist gut, die habe ich nicht dabei. Ich habe nur normale Pfeile und Heilpfeile. Gut. Trink noch mal schnell was. Habe ich auch gerade. So, ich habe jetzt 4 Sachen, wo ich mich heilen kann. In der Sehr Leiste. Gut. Das muss klappen. So, Ladies first. Ich bin ganz Gentleman. Auf 3. 1, 2, 3. Ich habe extra gewartet. Mumu. Jungs, kommt ihr auch? Mädels? Klettern konnte man hier wahrscheinlich nicht, ne? Klettern nicht möglich. Haben wir das nicht doch schon gemacht? Willst du? Nein, definitiv nicht, weil wir fanden das mit diesem grünen Barriere viel zu gruselig. Oh Gott, ich habe Angst, Heinrich. Komm, schießen. Ob man mit dem reden kann? Also, er könnte auch ein Untoter mit Rüstung sein. Oh, hier sind Stacheln im Boden. Toll. Bin ich gut. Pass auf, hier sind Stacheln im Boden. Ach, siehst du die jetzt erst? Ja, ich hab mich... Warte, bevor du ihn angreifst, ich versuche mal, ob ich ein schönes Bild von vorne kriege. Ah ja, und es gibt hier Minen, ne? Also aufpassen. Da habe ich auch gerade gesehen. Ist es untot? Es hat auf jeden Fall einen leuchtenden Helm. Warum glitscht er zurück und man kann ihn vergiften? Hey! Der hat einen beheizten Helm. Es ist nicht schlecht, wenn es so kalt ist. Hatten wir den sicher nicht schon bekämpft? Garantiert nein. Schreibt's mal in die Schieß Kommentare. Schieß auf seine Beine. Ich in sein Gemächt. Das ist gut. So ist er schön langsam. Nein, Attacke. Los da, hin. Befehl doch nein direkt, dass er attackieren soll. Ich habe ihn dahin mit E gedrückt, also. Vergiften scheint zu funktionieren, also. Ja. Ist eine gute Taktik. Ich sorge dafür, dass er langsam ist. Schlepperella, du darfst gerne helfen. Du kannst sie drauf zuweisen, ne? Ja, sie hat ja die ganze Zeit schon angegriffen und hat einfach aufgehört. Warum rutscht der? Auf zu rutschen. Der geht bei mir gar nicht. Ah doch, jetzt. Dann kann er rennen. Was wollt ihr denn alle von mir heute? Lass mich in Ruhe. Ich bin nur ein Bogenschütze. Oh, keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich super. Er hat ganz schön stachelige Beine. Jo. Oh mein Gott, ich habe keine Pfeile mehr. Scheiße. Muss ich jetzt so angreifen? Ja, ist auf mich fixiert. Also. Ja, das ist gut. Aber kann ich halt schlecht Bogen schießen. Bin ich ja nur im Kreis hier. Laufi. Versuchen dazu zu sorgen, dass er nicht so schnell ist, dass du ihn ab und zu vergiften kannst. Oh,
Der beheizte Helm. Geh doch mal hier durch die Falle, Junge. Ja, ich glaube, ihnen tun sie nicht weh, bestimmt. Unfair. Cheater. Es ist voll entspannt, dass der sich so auf dich konzentriert. Ja. Ja, so ähnlich aus wie beim Labyrinth. Da hattest du ja auch immer da diese grünen Barrieren. Ja, stimmt. Yeah. Oh, ach, hast du genommen. Okay, dann nehme ich ihn auseinander. Der gibt ja nichts. Der gibt ja nichts. So ein Arschloch. Der ist bei mir noch da, aber ich kann ihn drauf. Ja, bei mir auch. Du kleine Drecksarsch, du. So, dann gucke ich jetzt hier nochmal den Rand. Ich kack die auf die da Eier. Da sind ganz viele Türen. Ich habe keine Ahnung mehr, durch welche Tür wir hier reingekommen sind. Gab auch keinen Schlüssel, oder? Nee. Ich habe nur Rüstungsfragmente und den Zerstörer bekommen. Oh, der Zerstörer gefällt mir. Wer braucht denn einen normalen Hammer, wenn er den Zerstörer haben kann? Hast du recht. Weißt du noch, durch welche Tür wir reingekommen sind? Nee. Oh, hier ist Verderbnis, aber sowas von. Ich wurde gerade mega verdorben. Entweder hat das Spiel das gerade erst verstanden oder ein Drittel wurde ich verdorben. Hier ist ein rostiger Schlüssel notwendig. Wo bin ich in eine Falle gelaufen oder so? Wahrscheinlich. Hier wird auch ein rostiger Schlüssel benötigt. Den hat man hier geht's weiter bei mir. Ja, ich schaue mir hier noch die anderen Dinge an. Nein, schau mal, ich bleib hier stehen. Ah, hier. Nee, das hier scheint der Ausgang zu sein. Da sind wir, glaube ich, reingekommen. Ah, du hast auch einen gefunden. Ah, da ist grün. Ja, aber bei mir ist rot. Da sind wir wahrscheinlich reingekommen. Ich komme! Das ist voll doof, wenn jetzt ein Drittel meiner Ausdauer und Lebensenergie verdorben ist. So. Oh, aber ich glaube, hier ist der Ausgang. Ja, hier ist der Ausgang. Hm. Oh, hier ist eine Truhe, ist viel wichtiger. Hier ist auch eine Truhe. Oh, so ein Kacksperr. Immer einen Stahlbarren und Eisenbarren. Ja, immer mit. Das kann man. Ach, wird ja nicht schlecht. Eben. Nee, hier ist der Ausgang. Ja, meine dann, ich. Dann muss ich erstmal ein paar Tänzer zugucken. Wenn man ja, zu Hause ist. Das. Oder ich. Hier, hä? Hier ist. Oder geht's jetzt zum Ausgang? Ich bin mir gerade doch unsicher. Ne, jetzt sind wir hier, jetzt gehen wir mal lang. Also irgendwo geht's auf jeden Fall hin. Ah, doch, hier ist Ausgang. Und tote Freunde sind dabei. Und gleich und weiter? Dann, ja, laufen wir raus, ne? Ah, ich bin nicht so schnell. Ich habe nämlich gerade keine Lust auf Schlüpferkönige. Ich auch nicht, mit der starken Derbnis. Oh ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch nicht auf Suche von. Nein, wir gehen straight nach Hause. Und ich muss noch mal eine Runde tanzen. Nackt? Ich kann auch gerne nackt tanzen. Oh, da tanze ich mit. Wie hieß die Tänzerin überhaupt? Ich versuche gerade einen Namen für die, so. Torpedo. Irgendeine war bla 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 die Kissentänzerin. Miss, oh nein, nein, beweg dein Arsch. Miss Double D oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist mehr als Doppel D. Geh, wie weit geht das überhaupt? Miss Atombusen. Was ist denn die größte BH-Größe überhaupt? Keine Ahnung. XY. XXL. Ah, schön tanzen. Willst du sofort tanzen? Ich gehe gleich tanzen. Wollt ihr den Namen wissen? Stygischer Tänzer 1. Wie langweilig. Ich ziehe aber nicht meine Schuhe aus. Ach, du tanzt auf dem Tisch, ja? Ja, den Schlangentanz. Ja, ich glaube, das war's dann für heute. Wir tanzen jetzt noch so ein bisschen ab und... Oh, die Kissentänzerin tanzt den gleichen Tanz wie du. Hä? Ja? Die hat wenigstens so einen schönen Rock oder so, ne? Ja, finde ich auch. Und so schöne Fußdinger da. Also sie sieht ja wenigstens... Ja, ich finde auch, die hat echt coole Klamotten. Und die andere hat einfach nur Kackklamotten. Ja. Sieht vor allem lustig aus bei dir, weil du die Schuhe und den Helm anhast. Ja, hab ich doch gesagt, ich bin kein Barfußtänzer. Ja, aber der Helm noch dazu. Die Leute sollen mich nicht erkennen. Ich will anonym sein mit dem Helm. Okay. Ja, mit den Bildern verabschieden wir uns. Ja. Was machen wir nächstes Mal? Könnt ihr trotzdem nochmal zu dann in diese Nachtsichtbrille besorgen. Ein paar Drachen töten. Drachenblut. Oh, was für eine Ansicht. Ah, ein Facehacker! Da war ein Facehacker! Das kannst du nie auf YouTube machen. Das kannst du nicht machen. Wie gut, dass mein Bildschirm der kleine ist. Du machst am Facehacker. Ja. YouTube sperrt meinen Account, ich krieg einen Strike oder so. Soll ich das verpixeln beim Bearbeiten? Ja, mach mal verpixeln. Die Leute können sich das schon denken, was da gerade war. Na gut, ich bin weg. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.